Eigentlich dachte ich, ich warte jetzt noch, bis die Pflanzen kommen, um das Substrat fertig zu machen. Nur wenn ich das jetzt richtig sehe, wird Green Jaws wohl erst im September aufmachen. Und da habe ich mich jetzt entschlossen, doch das Substrat schon mal so weit anzumischen und fertig zu machen. Und ihr seht schon, in dem Kübel hier ist Pinienrinde und trockenes Sphagnum, also das Torfmoos. Und da werde ich jetzt noch mal kräftig Wasser reintun, dass das richtig feucht wird. Ja, ich denke, es sollte reichen, dass sich das jetzt halt richtig schön vollsaugt, damit es sich auch gut trennt voneinander und nicht so aneinander haften bleibt, sondern es mehr so eine homogene Masse werden kann. Ja, seht ihr halt hier so ein Bollen, der muss halt sich verteilen, sonst bringt das nichts. Ja, immer gut verteilen. Ich will es jetzt nicht auseinanderreißen, sondern einfach nur, dass sich die Fasern lösen. In der Hoffnung, dass die Fasern dann halt praktisch über längere Strecken den Wasserfluss ermöglichen, weil die Kokosgeschichte, ja, die ist halt sehr kurzfasrig und es soll ja schon von unten das Wasser nach oben kommen und deswegen habe ich gedacht, habe ich mir ausgedacht, dass das vielleicht mit diesem Sphagnum eine gute Idee sein könnte. Aber wissen tue ich es natürlich nicht. Das ist jetzt einfach ein Versuch. Wenn man es nicht weiß, fragt man entweder jemanden oder man probiert eben rum. Nur ob sich dann meine Ergebnisse auf eure Versuche übertragen lassen, das ist dann halt die nächste Frage, weil es ist halt 91 Liter Moorkübel. Aber bisher bin ich mit dem Ergebnis, wie feucht es da oben trotz Extremtemperaturen und Dürren bisher ist, bin ich sehr zufrieden. Und jetzt hat sich ja nochmal eine Hitzewelle angekündigt. Und da ist es natürlich sehr spannend, wenn ich das jetzt richtig voll mache, ob das dann auch mit dieser Zusammensetzung ohne Granit funktionieren kann. So, ich denke, das mit dem Sphagnum schaut jetzt ganz gut aus. Und jetzt tun wir halt noch ein bisschen Kokos rein. Also Kokosfaser. Ich mache das jetzt auch echt mit Absicht von der Hand. Ich könnte natürlich meine Bohrmaschine und die Quirl nehmen, aber ich fürchte, dass ich dann halt nur die langen Fasern beschädige. Das will ich natürlich auch nicht. Aber auf jeden Fall weiß ich, dass ich jetzt für Blaubeeren oder andere Sachen, die in sauren Bauten wollen, künftig mit Kokosfaser und Pinienrinde arbeiten werde. So, Sand sollte ja auch noch rein. Egal wann bepflanzt wird, das kann sich ja dann jetzt auf jeden Fall mal hier die Säure
aus der Pinienrinde in Ruhe lösen. Vielleicht ist es ja auch ganz gut, dass wir hier noch ein bisschen Zeit haben, um dem Substrat eben ja, die Möglichkeit zu geben, zu reifen oder wie auch immer. Auch das habe ich mir immer ausgedacht. So, und jetzt rein damit. Jetzt nicht ganz voll geworden, aber wenn die Pflanzen kommen, da kommt ja dann auch Erde mit und dann könnte es sogar eher sein, dass das schon zu viel ist. Werden wir dann sehen. Auf jeden Fall bin ich jetzt erstmal hier mit meinen Vorbereitungen fertig, kann mich um was anderes kümmern und zwischendrin halt einfach die Feuchtigkeit beobachten, ob das hier oben jetzt feucht bleibt oder eben nicht. Vielleicht sollte man tatsächlich ganz oben drauf auch gar keine Pinienrinde mehr machen, sondern eher reine Kokosfaser. Auch mehr so einen moorigen Charakter, als wenn man da die ganzen groben Pinienrindenteile sieht. Und natürlich lassen wir eine Vergleichsfläche, wo wir das Substrat sehen können. Dann können wir auch uns den Unterschied anschauen. Kein Versuch ohne Vergleich. Jo. Das war jetzt vorerst das letzte Update. Jetzt warte ich halt darauf, dass Green Chores aufmacht und ich mir die Pflanzen kaufen kann, die ich mir rausgesucht habe. Und dann, ja, eine Wollbiene trinkt schon hier an meinem Moorbeet. Sehr nett. Okay, also, macht's gut. Ciao, ciao.